So. Das heißt, wir können hier wieder hoch. Können hier rein. Können hier lang. Nein. Nein, 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 nein. Wo ist eigentlich der... Da wäre der Ausgang. Wie weit ist es vom Ausgang zum nächsten blauen Kristall? Der wäre da. Ja, der wäre da. Nee. Ich nehme lieber... Jetzt gehe ich doch Richtung Ausgang. Ups. Ich nehme lieber den blauen Kristall auf der Ebene nochmal kurz. Weil ich will das Ganze nicht nochmal machen müssen. Falscher Weg. Richtiger Weg. So, blauer Kristall. Speichern. LP048. So. Wie viel Essen haben wir noch? Wir haben hier zwei Dinger drin und hier haben wir noch einen ganzen vollen Sack. Und ansonsten haben wir kein... Ja doch, er hat noch ein bisschen was. Okay. I can walk. Ich kann gehen. So, das müssten die Sachen sein. I'm the strongest, stimmt. I'm alive. Stimmt schon mal nicht. So rum vielleicht? Ja. Eine so eine Kristallblume, die wir sehr selten kriegen. Eine Schriftrolle. Eine Schriftrolle mit einem Rätsel drauf. Was ist das? Das ist ein Bierpelt. Macht Vitality und Resist Cold. Klingt schon mal gar nicht so schlecht. Power Gem klingt noch besser. Dann haben wir nämlich schon wieder drei Stück. So. Alam Tena. Uhu heißt gerade ausgehen. Also einen Schritt vorwärts. Lahm heißt einen Schritt rückwärts. A heißt rechts, T heißt links, E na, okay. Dann wollen wir jetzt mal in die Archive. Ja. Ich will jetzt erstmal in die Archive hochgehen. Das liegt hier, das Ding. Und hier ist das I dare you, gell? Yep. Ja. Wir wagen es erstmal nicht. Sondern wir gehen einfach hier in die Archive. So, und gucken mal. Das E und das Na verstehe ich noch nicht ganz. Uhu, na. Ah, ein Schritt, zwei Schritte. Also ein Schritt, zwei Schritte geradeaus. Eins nach da. Dann, also ein nach da. Zwei dann wieder die andere Richtung. Ein zurück. Und zwei in die Richtung wieder. Okay, das sollte ich mir mal aufschreiben. Ich schreibe mir das am besten auf einen Zettel, als dass ich es hier lese.
Also. Am besten übersetze ich es auch gleich. Also zweimal nach vorne. Vorne, vorne. Dann einen nach links. Dann zwei nach rechts, oder? Ja, zwei nach rechts. So. Einen zurück. Und dann zwei nach links. Wahrscheinlich vom Ausgangspunkt aus, oder? So, also vor, vor. Links, rechts. Rechts, zurück. Links, links. Jawohl. Und da haben wir einen Brief. Lieber Besucher, hast du es schon so weit geschafft? Wundervoll. In dieser Kammer sind Fragmente von einer Geschichte versiegelt, die von einer Pilgerreise von Xaffi erzählen. Mein Vater hat diese Geschichte an mich weitergegeben und nun ist es Zeit, dass ich sie auch weitergebe. Okay, das ist ein Rätselstück. Das ist auch ein Rätselstück. Das wird das Rätsel für den Friedhof sein. Okay. Jetzt das andere Rätsel hier. Wo ist die? Ja, genau das da. Licht. So. Für das zweite Rätsel haben wir was? Tee? Und Palana? Famku? Was? Ja. Uhuna. Pala, Famku, Lamku. Kriege ich hoffentlich noch mal so eine Schriftrolle zum Identifizieren? Sonst habe ich ein Problem. Das ist die Inselkarte. Die Ruinen, die Cemetery, die Pyramide und der Forgotten River und die Sleet Island. Oh, nebenbei, da kann ich mal kurz gucken. Hier. A-R-E, Uhu-Ko, A-R-E, Uhu-E. Ko wird wahrscheinlich 3 sein, oder? Aber Uhu-Na, Uhu-Pala, Pala-Na. Famco. Okay, das war jetzt, muss ich auf jeden Fall markieren. Schatzkammer. So. Wir hätten jetzt auf jeden Fall, hätten wir jetzt schon mal wahrscheinlich das Rätsel für den Friedhof. Und hier markiere ich noch, dass ich hier noch nicht war. Ratten. So. Das heißt, für uns geht es jetzt erst einmal wieder ans Tageslicht. Es wird auch mal langsam wieder Zeit. Und es ist Tag. Oh. Endlich mal wieder den Himmel sehen. Gut. Das heißt, ich besuche hier draußen meinen Speicherkristall.
Und dann werden wir uns mal auf dem Friedhof umsehen. So, hier raus. Ach, und am Speicherkristall werde ich auch wieder mal Zeug ablegen. Hier auf meinem Schrottaltar. So, du erst einmal Blow Darts und das hier. Brauchst du nämlich alles nicht. Crossbow Quivels behalten wir mal. Gib ihr was zu essen. So, die Handschuhe, die. Was tragt die so an Protection? Du trägst das gute Zeug und du trägst Leather Gloves. Okay. So, du brauchst deinen Orb nicht mehr. Der kann mal da platziert werden. Dann hast du jetzt halt einen Sack mit Essen und einen Haufen Schriftrollen. Scroll of Invisibility. Oh, du brauchst auch was zu essen. Schriftrollen, was kannst du loswerden? Darkness behalten wir. Dispel ist ein Water Spell, sehr schön. Light auch. Scroll of Shock brauchen wir nicht. Shock Shield können wir nicht benutzen. Fireball können wir auch nicht. Fireburst, nein. Scroll of Invisibility nicht. Scroll of Shield behalten wir aber mal. Können wir hier kurz gucken. Force Field behalten wir auch mal. Poison Bolt brauchen wir nicht. Poison Cloud auch nicht. Ice Shards behalten wir. Gut. Der kann mal zu ihm, der kann zu ihm, der kann zu ihm. So, jetzt machen wir hier extrem Ausmisting. Obwohl. Das ist jetzt wieder ein Problem. Wir haben hier eine Map. Die sollte auf jeden Fall nicht da rein. Wie viel kannst du noch tragen? Wenn ich dir die Kiste gebe. Ich kann keinen leeren Container da reinpacken. Macht Sinn. Okay, du kannst das tragen. Dann kriegst du das noch. So. Ach, die können auch mal hier bleiben. So. Ein Stein kann zu ihr. Ansonsten hat sie ja nichts, was Belang ist. Und dann gucken wir mal kurz, was haben wir hier. Okay, lieber Visitor, wir kommen auf meiner Insel. Du hast geringen Progress gemacht. Das war der Schmerzschrein. Die Map, das behalten wir mal. Das ist diese Map hier. Das mit der großen Pyramide auch. Das brauchen wir nicht, das war aus dem Sumpf. Das war das Oak-Rätsel gleich am Anfang. Das war die Nachricht vom Trickser, also vom Leprechaun. Das haben wir unter dem einen Schrein gefunden. Das brauchen wir noch, das ist ein Rätsel. Das haben wir auch schon gelöst. So, das heißt, die Karte behalten wir. Das ist die letzte Letter von unserem netten netten Inselherrscher. So. Und alles andere ist selbstredend. So, einmal speichern bitte. LP 049. So, was soll großartig jetzt auf dem Friedhof auf uns lauern, frage ich mich. Außer natürlich der Dunkelheit. Ich habe hier diese Letters. Er schaute zur Wüste. Sun was setting. Ja. Und
Das müsste das Rätsel sein, oder?